Wie viel Geld brauchst du im Alter, um deinen Lebensstandard zu halten? Die tatsächlichen Einkünfte, die du aus der gesetzlichen Rentenversicherung und gegebenenfalls weiteren Einkommensquellen erwarten kannst, sind wahrscheinlich zu niedrig. Das ist die sogenannte Rentenlücke, also die Lücke zwischen deinem Renteneinkommen und dem, was du eigentlich bräuchtest. Wer meinen Podcast regelmäßig hört, weiß, das gesetzliche Rentensystem steht vor dem Kollaps. Nicht nur, dass die heutigen Beitragszahler die steigende Zahl der Rentner nicht mehr finanzieren können. Der Bundeszuschuss aus Steuermitteln zur gesetzlichen Rentenversicherung beträgt im Jahr 2024 rund 112 Milliarden Euro. Jeder, der schon einmal einen Rentenbescheid bekommen hat, sieht, dass dort deutlich weniger als das bisherige Netto steht. In der Folge 139 haben wir das bereits sehr offen und ehrlich am Beispiel des Rentenbescheids meiner Frau Nancy diskutiert. Wichtig ist, dass du dir jetzt deine persönliche Rentenlücke ausrechnest, damit du zusätzlich vorsorgen kannst. Dabei kann man durchaus auch einmal an das Worst-Case-Szenario denken, den kompletten Zusammenbruch des Generationenvertrages der deutschen Rentenversicherung. Wenn du frühzeitig aktiv wirst, kannst du verhindern, dass du später auf deinen gewohnten Lebensstandard verzichten musst oder gar in Altersarmut gerätst. In dieser Folge verrate ich dir kurz und knapp, wie du in 5 Schritten deine Rentenlücke fundiert berechnen kannst und was du dabei unbedingt beachten solltest. Denn die meisten Menschen vergessen dabei einen entscheidenden Rechenfaktor. Außerdem gebe ich dir am Ende der Folge Tipps, was du jetzt tun kannst, um diese Lücke zu schließen, damit du im Alter finanziell abgesichert bist, stressfrei leben und ruhig schlafen kannst und vor allem das Leben lebst, das du dir wünschst. In Folge 139 habe ich den Rentenbescheid meiner Frau Nancy enthüllt und damit schon die große Rentenlüge angesprochen. Denn die Rente, die man auf dem Papier laut Rentenbescheid bekommt, ist noch lange nicht das, was man am Ende tatsächlich hat. Zum Vergleich noch einmal das Beispiel von Nancy. Laut Rentenbescheid würde sie bei Renteneintritt im Jahr 2041 1.483 Euro brutto als Rente bekommen. Davon gehen noch einmal rund 15% an Steuern und Abgaben ab, sodass ihr netto 1.250 Euro bleiben. Nach Abzug der Inflation sind das rund 850 Euro. Ihre Wunschrente liegt aber bei 2.000 Euro, die sich aus den monatlichen Ausgaben für Miete, Nebenkosten, Lebensmittelversicherungen, Gesundheitsvorsorge und einem angemessenen Betrag für Freizeitaktivitäten zusammensetzen. Daraus ergibt sich für Sie eine Rentenlücke von 1.150 Euro, die für alltägliche Ausgaben wie Strom, Gas, Miete und Lebensmittel fehlen werden. Die Folge? Altersarmut. Altersarmut kann so aussehen, dass Nancy im Alter mit kaufkraftbereinigten 850 Euro netto kaum Miete, Strom, Gas und Lebensmittel bezahlen kann, sich keine unerwarteten Ausgaben wie notwendige Reparaturen am Auto, unerwartete Arztrechnungen, kaputte Haushaltsgeräte oder dringende Renovierungen leisten kann und jeden Cent zweimal umdrehen muss, was bedeutet, dass sie ihren Lebensstandard drastisch einschränken müsste. Das würde auch bedeuten, dass sie auf Dinge wie Urlaubsreisen, Restaurantbesuche, Freizeitaktivitäten oder sogar notwendige medizinische Behandlungen und hochwertige Lebensmittel verzichten müsste, um über die Runden zu kommen. Wie sieht das bei dir aus? Und was kannst du tun, um diese Lücke jetzt zu schließen? Zunächst einmal ist es wichtig, dass du deine Versorgungslücke wirklich fundiert berechnest. Ich persönlich gehe dabei in folgenden 5 Schritten vor. Erstens. Ich ermittle mein Wunscheinkommen im Alter, so wie Nancy es mit den 2.000 Euro netto gemacht hat. Dazu überlege ich mir, welche monatlichen Ausgaben ich im Alter haben werde, zum Beispiel Miete, Nebenkosten, Lebensmittel, Versicherungen, Freizeitaktivitäten, Gesundheitsvorsorge und berechne, wie viel Geld ich dafür brauchen werde. Außerdem kalkuliere ich einen Puffer für unerwartete Ausgaben wie Reparaturen, Arztrechnungen oder die Unterstützung meiner Kinder ein. Zweitens. Ich verschaffe mir einen Überblick über mein voraussichtliches Einkommen. Wäre ich Angestellter, würde ich wie Nancy mein voraussichtliches Einkommen anhand meines Rentenbescheides und eventuell vorhandener betrieblicher Altersvorsorge oder privater Rentenversicherung ermitteln. Als Unternehmer setzt es sich für mich aus den Einkünften meiner privaten Altersvorsorge, den betrieblichen Rücklagen und möglichen Einkünften aus meinen Investitionen oder Vermietungen zusammen. Dazu gebe ich am Ende der Folge noch einen ganz persönlichen Einblick, wie ich genau vorsorge und mein Rentenportfolio diversifiziere. Also bleibt dran. Jedenfalls sind wir jetzt beim 3. Punkt. Nach der Einkommensermittlung und der Ermittlung des Wunscheinkommens siehst du, wie viel dir im Alter voraussichtlich fehlen wird, um deinen Lebensstandard zu halten und stressfrei zu leben. Aber die Zahl, die du jetzt vor dir siehst, ist erst einmal nur eine Annäherung.
Es fehlt noch ein wichtiger Punkt, den die meisten Menschen vergessen, weshalb ihre Rechnung nicht aufgeht und sie im Alter trotzdem in Schwierigkeiten geraten. Und das ist viertens die Hochrechnung auf die Rentenjahre mit oder ohne Inflation. Denn man muss auch wissen, wie lange das angesparte Vermögen und das zu erwartende Einkommen im Alter reicht. Dazu musst du deine Lebenserwartung abschätzen. Dazu gibt es viele fundierte Statistiken im Internet, um zu wissen, wie viele Jahre du voraussichtlich im Ruhestand sein wirst. Dann rechnet man das gewünschte monatliche Einkommen auf die gesamte geschätzte Rentenzeit hoch, multipliziert also das Jahreseinkommen mit der Anzahl der Rentenjahre. Wichtig hierbei, da das Geld im Laufe der Zeit an Kaufkraft verliert, musst du die Inflation in deine Berechnungen einbeziehen, um sicherzustellen, dass dein Einkommen auch in späteren Jahren ausreicht. Entweder orientierst du dich hier an den offiziellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes oder du hörst dir meine Podcast-Folge Nummer 83 mit dem Titel »So hoch ist die tatsächliche Inflationsrate« an, in der ich dir auch eine einfache Formel gebe, mit der du sie jederzeit leicht selbst berechnen kannst. Und jetzt kommen wir zu fünftens, der abschließenden Betrachtung deiner Pensionslücke. Jetzt erst siehst du wirklich, wie groß deine Rentenlücke ist und wie viel du zusätzlich sparen oder investieren musst, um diese Lücke zu schließen. Und wie geht das jetzt? Eines wird schnell klar, an der privaten Vorsorge führt kein Weg mehr vorbei. Aber die sicheren und seriösen Alternativen, um die Rentenlücke zu schließen, sind nicht besonders zahlreich. Wenn du in jungen Jahren anfängst, monatlich 150 bis 250 Euro zurückzulegen, kannst du dir ein solides Polster fürs Alter aufbauen. Doch die meisten Menschen fangen viel zu spät an. Mit Mitte 40 kommt man schnell auf 500 Euro und mehr und das können sich die meisten dann nicht leisten. Hier gibt es eine ganz wichtige Erkenntnis. Um deinen Lebensstandard im Alter halbwegs halten zu können, musst du zum Spekulanten werden. Wie bitte? Wirst du jetzt wahrscheinlich denken. Aber du hast richtig gehört. Jetzt will ich aber das Wort Spekulation mal auflösen. Was ist das eigentlich? Das ist ja negativ besetzt in unserer Sprache, aber im Duden findest du eine sehr gute Erklärung, was Spekulation bedeutet. Es ist nämlich eine Geschäftstätigkeit, die darauf abzielt, Gewinne aus zukünftigen Preisänderungen zu erzielen. Das ist erst einmal nichts Besonderes. Jeder Immobilien-, Aktien- oder Bitcoin-Investor zielt zunächst einmal auf die erwarteten Preisveränderungen seines Investments ab. Bei Aktien und Immobilien kommen noch Dividenden und Mieteinnahmen dazu. Fakt ist, dieses ganze Vorgehen erfordert Risikobereitschaft. Gleichzeitig muss man sich gegen einen ebenso wahrscheinlichen Preisverfall von Aktien, Immobilien oder Bitcoin absichern. Was nützen Risiko und vermeintliche Gewinne, wenn bei einem Crash alles wieder weg ist? Stichwort schwarze Schwäne. Ich darf dir hier im Podcast keine Anlageberatung geben und das ist auch nicht mein Anspruch. Aber hör dir mein persönliches Beispiel an, wie eine sichere und breit diversifizierte Altersvorsorge aussehen kann und nimm die eine oder andere Idee vielleicht mit. Ich habe schon oft davon gesprochen, wie wichtig es ist, sein Geld richtig zu diversifizieren und nicht nur auf ein Pferd zu setzen. Und so mache ich es selbst auch. Einen Teil meines Geldes habe ich in fremdgenutzte, also vermietete Immobilien investiert. Diese werden aber von mir nicht fremdfinanziert. Ich will einfach keine Schulden machen. Ich kaufe mir eine Immobilie erst, wenn ich sie mir leisten kann. Das Geld aus der Vermietung, was ich dann einnehme, kann ich in andere Anlageformen oder weitere Immobilien reinvestieren. Natürlich bin ich auch zu einem nicht unerheblichen Teil in Gold investiert, um mich mit einer stabilen Währung gegen alle Eventualitäten abzusichern und mir zusätzlich ein solides Reservepolster zu schaffen. Gerade in Phasen, in denen sich das aktuelle Geldsystem dem Ende zuneigt, ist das sehr wichtig. Historisch gesehen haben nämlich ungedeckte Papiergeldsysteme, also Fiat-Geldsysteme, typischerweise eine Lebensdauer von 30 bis 50 Jahren, bevor sie scheitern oder durch ein anderes Geldsystem ersetzt werden. Diese Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass das Geld keinen inneren Wert hat und nicht durch physische Güter wie Gold oder Silber gedeckt ist. Für höhere Renditen investiere ich hauptsächlich in Aktien. Wichtig dabei ist, wie bei Immobilien, auf Schulden zu verzichten. Ich interessiere mich aktiv für mögliche Zyklen und kaufe und verkaufe meine Aktien sehr aktiv. Derzeit liegt mein besonderer Fokus auf dem Thema Rohstoffe. Und diese Rohstoffe sind ja durch Krieg und Inflation derzeit besonders gefragt. Wichtig dabei, ich investiere immer direkt in Aktien und die dazugehörigen Unternehmen. Niemals in Fonds, ETFs oder andere Derivate, da diese in Krisenzeiten meistens schwächeln. Da ich immer weiter an meiner finanziellen Bildung arbeite, versuche ich auch neue Anlagemöglichkeiten und Anlagetrends zu erkennen und vor allem zu verstehen.
Ich investiere derzeit zum Beispiel auch in Kryptowährungen, aber eben ohne besonders große Erwartungen, eher so ein bisschen als Test, um herauszufinden, wie es mit dieser Sache weitergehen könnte. Für dich ist es wichtig, angesichts der immer größer werdenden Pensionslücke nicht den Mut zu verlieren oder den Kopf in den Sand zu stecken. Also nicht die Vogel-Strauß-Taktik anzuwenden, sondern dich rechtzeitig zu informieren und nach neuen Lösungen zu suchen. Eines deiner größten immateriellen Assets ist die Fähigkeit, neue Wege zu finden und lösungsorientiert zu denken. Also keine Panik, sondern die Fakten analysieren und die eigenen Möglichkeiten abwägen. Wenn du jemanden brauchst, der mit dir einen Blick auf deine Pensionslücke wirft und Optionen für deine Absicherung im Alter auslotet, dann weißt du, wo du mich findest. Herzliche Grüße, dein Ronny Wagner.